Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Aldi mit dem Engineer X20 MD34800 High-End Gaming PC für 1599 Euro. Ja, ich weiß, es ist wieder ein Aldi PC und ich weiß auch, dass euch das langsam zu den Ohren raushängt, aber das ist wieder eine neue Aktion. Hier steht es auch, Donnerstag, 24.11. beginnt die ganze Geschichte, deswegen mache ich jetzt einfach mal ein tagesaktuelles Video, dass ihr wisst, wo ihr dran seid bei diesem System, preislich wie auch technisch. Und deswegen schauen wir uns das ganze Ding jetzt mal an. Zuerst kommen wir mal zu dem Bild. Das scheint nicht sonderlich fake zu sein. Also man sieht jetzt auch nicht sonderlich viel. Es ist eine Wasserkühlung drin. Ja, das stimmt. Welche? Das schauen wir uns gleich noch an. Das wird echt super. Und wir schauen uns jetzt auch die technischen Daten hier unten an und auch die hier oben, weil die haben das irgendwie gesplittet. Man weiß auch nicht, welches Netzteil drin ist und so. Naja, was soll's. Wir schauen mal. Als Prozessor bekommen wir einen Intel Core i7-12700 Prozessor. Der hat 12 Kerne, 8 Performance und 4 Efficiency Kerne und 20 Threads, also 16 Performance Threads und 4 Efficiency Kerne. Für die, die es noch nicht wissen, die Efficiency Kerne sind einfach nur dazu da, wenn ihr ein bisschen Multimedia macht und so oder Büroarbeiten, dass die Performance Kerne sich erst dazu schalten, wenn man zockt. Das spart ein bisschen Strom, ist effizienter und hat auch dementsprechend mehr Leistung. Die TDP sind 65 bis 180 Watt. Ja, das ist jetzt so ein Thema. Die werden gerne gedrosselt. Bens Hardware hat dazu ein sehr, sehr gutes Video gemacht. Verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Schaut es euch gerne mal an. Ist zwar ein etwas anderes System, aber man sieht halt, dass sie den Prozessor drosseln. Ob sie das über das BIOS machen, über den Prozessor direkt, weiß ich leider nicht. Der kann auf jeden Fall seine volle Leistung sowieso nicht ausfahren aufgrund der Temperatur. Sehen wir aber gleich noch. Und er unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz. Das ist ein grundsolider Prozessor. Ist zwar nicht die K-Variante, dass man ihn irgendwie übertakten könnte, aber er hat eine integrierte Grafikeinheit. Wenn ihr euch die Grafikkarte mal abbraucht, könnt ihr quasi darüber noch ein Bild ziehen und eure Daten retten. Ist ganz nice to have. Mit dem könnt ihr zocken und streamen, überhaupt kein Thema. Natürlich gibt es schon den 13600K zum Beispiel, ja, aber wir sind hier noch eine Generation zurück. Das ist schon in Ordnung, das ist ein guter Prozessor. Ich habe den selber in der K-Variante, ich schneide damit meine Videos und so, das ist alles schon okay. Und der kostet 386,95 € bei Mindfactory. Windows 11 Home haben wir mit dabei. Das muss auch sein, aufgrund der Performance- und Efficiency-Kerne. Windows 10 kommt damit nicht so gut klar. Windows 11 ist sowieso das aktuellste Betriebssystem, das ist schon okay. Und das kostet 68,90 € bei MySoftware. Dann bekommen wir noch eine 1 TB PCI Express SSD. Welche genau, wissen wir da nicht? Ich habe jetzt einfach mal diese hier genommen, das ist so ein Mittelding. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. 1 TB ist okay, wenn so eine ist, völlig in Ordnung, passt. Und die kostet 73,98 € bei Mindfactory. Dazu bekommen wir noch 32 GB Kingston Fury RGB DDR4 RAM. Leider wissen wir da jetzt nicht die Taktung. Ich nehme jetzt einfach mal 3200er, weil das einfach der Spezifikation entspricht. Ich glaube auch nicht, dass die 3600er da reinballern. 32 GB in so einem Preisbereich nicht selten, aber schon was Besonderes, finde ich. Und der Kingston Fury RAM ist auch völlig in Ordnung. Also kann ich überhaupt nicht meckern, das ist schon okay. Und der kostet 107,09 € bei csvdirekt.de. Als Grafikkarte bekommen wir eine Nvidia GeForce RTX 3070 LHR. Ich nehme jetzt einfach mal eine Zotac. Ihr wisst leider nicht genau, was ihr bekommt. Sie verbauen aber gerne Zotac, habe ich auch bei Bens Hardware gesehen. Das ist eine gute Grafikkarte für WQAD zum Beispiel. Mit ordentlichen FPS-Raten, je nach Spiel natürlich und nach Texturauflösung. Wenn ihr jetzt in 4K oder so zocken wollt, nehmt eine andere Karte auch mit mehr Speicher. Ich hatte unter dem letzten Aldi-Video gesehen, da hat jemand gesagt, eine 3070 wäre keine gute Grafikkarte. Doch ist sie. Für WQAD reicht das dicke. Natürlich sind 8 GB dann irgendwann begrenzend, wenn ihr in 4K oder so spielen wollt. Ihr kriegt dazu noch einen FPS-Test, der ist dann unten in der Videobeschreibung. Klickt da drauf, dann seht ihr ungefähr, was für Werte die erreicht. Und die kostet 579 € bei Amazon. Dann bekommt ihr noch dazu 3 Monate lang den Xbox Game Pass. Ja, okay, ist nice to have, kann man ein paar Spiele ausprobieren und so, aber da werde ich jetzt keinen Preis für festlegen. Meistens bekommt man das auch bei Discord Nitro oder so, dass man 3 Monate hinterhergeworfen bekommt. Die plädieren einfach darauf, dass ihr dieses Abo weiterlaufen lasst und dann Geld dafür bezahlt. So ist es halt. Dann haben wir hier Wi-Fi 6 und Bluetooth, das ist aber dem Mainboard geschuldet. Und das Mainboard ist ein Gigabyte B660M DS3H AX Mainboard. Leider Micro ATX, ist so ein Thema bei so einem Preispunkt. Ich weiß, dass es preislich nicht mehr drin war, ein Full ATX reinzubauen, aber ich finde das immer ein bisschen schade. Euch gehen dadurch viele Erweiterungsmöglichkeiten flöten. Natürlich hat das schon WLAN und Bluetooth, klar. Aber irgendwie ist das nicht so mein Fall. Das hat hier oben auch keine gekühlten Spannungswandler. Immerhin 4 RAM-Bänke könnt ihr noch erweitern, wobei 32 GB schon in Ordnung sind. Hier kommt die SSD rein, hier unten kann noch eine SSD verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein und das sind noch 2 Erweiterungsslots, wie zum Beispiel für eine Capture Card oder so. Wenn euch das reicht, okay, ich bin davon jetzt nicht so begeistert. Dann bekommen wir noch Mikrofon, Kopfhörer und Line-In-Anschluss, einen Netzwerkanschluss, 3x USB 3.0, USB Typ C haben wir mit dabei, dann haben wir USB 2.0 noch 2x. Onboard-Grafik könntet ihr theoretisch benutzen, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe.
aber würde ich nicht machen. Schließt bitte euren Monitor an der Grafikkarte an. Das hier sind einfach nur die Antennenanschlüsse für WLAN und Bluetooth. Und PS2 werdet ihr auch nicht benutzen. Ist einfach für ältere Mäuse und Tastaturen. Also das benutzt heute eigentlich keiner mehr. Dafür habt ihr die USB-Anschlüsse. Es ist jetzt nicht sonderlich schlechtes Board. Ich bin davon trotzdem nicht begeistert. Muss nicht sein. Also ich hätte wirklich Full ATX gefeiert. Vor allen Dingen passt es halt auch ins Gehäuse rein. Und das kostet 129,88 € bei Mindfactory. Jetzt kommt das Thema. Wir haben hier eine Cooler Master Master Liquid ML120L Wasserkühlung RGB. Einen 12.700er Intel mit einer 120er Wasserkühlung zu kühlen oder zu versuchen, sagen wir es mal so, ist extrem mutig. Das schafft man nur, indem man den Prozessor limitiert, dass er sich nicht so viel Watt reinschraubt. Ich denke, die werden den dann auf 65 oder vielleicht 90 Watt oder so limitieren. Ich hatte das nämlich mal getestet mit der 120er Wasserkühlung. Das Video verlinke ich euch hier oben. Das funktioniert nicht. War zwar ein anderer Prozessor in dem Video, war ein 5800er Ryzen. Damit habe ich es, glaube ich, getestet. Aber nee. Muss nicht sein, wird zu warm, es sei denn, wie gesagt, sie limitieren, dann habt ihr aber nicht mehr die volle Leistung des Prozessors. Das ist das Problem dabei. Sowas ist zwar ganz nett, wenn man mal irgendwie Platz im Gehäuse sparen möchte oder es soll fancy aussehen oder so. Ja klar, nur eine 12400F zum Beispiel könnt ihr damit kühlen, ein Ryzen 5600X geht auch. Aber ein 12700er, selbst wenn es ein Non-K ist, wird nicht funktionieren. Und die kostet 57,38 € bei DigiExpert. Dann haben wir wieder beleuchtetes Glasdesign-Gehäuse von Invin. Es ist das Invin 101, nur mit einer anderen Front, dass es ein bisschen nach Medion aussieht. Das Gehäuse benutzen die immer wieder. Ich sage es in jedem Aldi-Video. Es gibt auch Aldi-PCs, die dieses Gehäuse nicht drin haben. Die haben dann Airflow-Gehäuse. Verstehe ich nicht, warum sie es hier nicht machen. Das ist ein Backofen. Da könnt ihr eure Pizza reinschmeißen. Wenn das Ding dann einmal einen Cinebench-Run macht, ist die fertig. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum man sowas verbaut. Benz Hardware hat dazu, wie gesagt, auch ein Video gemacht. Ich zeige euch das nur mal, weil die Wasserkühlung wird ja hier an der Seite angebracht von innen. Und hier habt ihr diese Lüftungsschlitze. Und jetzt hört mal, was er dazu sagt. So, das hier ist jetzt mal die andere Seite. Diese Wabenstruktur hier drüben ist übrigens alles an Airflow, was das Case hergibt. Und selbst das ist nicht komplett durchgängig. Also es ist wirklich ein bisschen mau, was Airflow-Optionen angeht. Habt ihr jetzt gehört? Es ist nicht das Gelbe vom Ei. Wasserkühlung zu klein, dann das Gehäuse, was noch niemals mehr den Airflow bietet. Muss nicht sein. Und wie gesagt, hier hätte auch ein ATX-Mainboard reingepasst. Sie haben halt Micro-ATX genommen, sieht dann immer scheiße aus. Ihr habt so ein Case und so ein Board. Ist halt nichts. Und das kostet auch stolze 89,90 € bei Case King. Was komplett fehlt hier in den Informationen, ist das Netzteil. Ich gehe jetzt mal von einem 650 Watt Netzteil aus. Da könnte man jetzt eins nehmen von Invin. Die nehmen öfters mal Invin-Netzteile, vielleicht nicht genau dieses, aber das wäre jetzt so eins. Gucken wir uns hier die letzten Preise an, war das so bei 89 € stabil. Aktuell gibt es keine Angebote. Deswegen nehmen wir jetzt als Alternative eins von BeQuiet, kostet circa das gleiche, dass wir einen Preispunkt haben. Ich denke jetzt einfach, sie nehmen 650 Watt, was auch ausreicht für dieses System, ist zwar knapp bemessen, aber so ist es halt. Kann ich jetzt leider aber keine Aussagen großartig drüber treffen. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil, was wir als Alternative genommen haben und Windows 11. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 1.579,80 €. Das System soll kosten 1.599 €. Der Deal ist fair, aber das Ding wird gedrosselt laufen. Wenn ihr die Komponenten jetzt einzeln kauft, mit einer vernünftigen Kühlung und so weiter dabei, werdet ihr auf jeden Fall mehr Leistung haben als dieses System. Weil die müssen entweder den Prozessor von sich aus schon mal drosseln oder die Temperatur drosselt den Prozessor selber. Das wird nicht funktionieren. Irgendwann kommt auch der Tag, da werde ich das Ding bestimmt mal bestellen, wenn sie mal wieder so ein Angebot haben für 1.5 oder 1.6. Ich werde den natürlich danach wieder zurückschicken, dass ich euch das einfach auch mal zeigen kann, so wie Benz Hardware das gemacht hat. Wie gesagt, das Video findet in der Videobeschreibung. Schaut es euch an, es ist der letzte Dreck. Preislich, richtig fair, technisch gesehen, überhaupt nicht. Ist zwar nett, dass man 32 GB RAM hat und 1 TB SSD und ein 12700, das ist alles okay. Aber die Konstellation aus diesen ganzen Komponenten zusammen ist technisch nicht sinnvoll. Da wir jetzt auch gerade so ein bisschen die Black Week und so haben, schaut einfach, dass ihr vielleicht ein ähnliches System woanders kriegt. Krotos, Dubaro, Agando, Megaport. Ich bin überhaupt nicht gepartnert, das kam auch nochmal in die Kommentare. Nein, bin ich nicht. Kauft irgendwo anders. Mir ist es scheißegal, wo ihr kauft. Ich habe auch keine Affiliate-Links oder so, außer für Amazon. Aber ansonsten drauf geschissen. Also lasst am besten die Finger davon. Ihr werdet nicht die volle Leistung haben, als wenn ihr diese Komponenten einzeln kauft. Und ja, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Und falls Aldi dieses Video mal sieht, vielleicht solltet ihr euch mal überlegen, ein besseres Gehäuse zu nehmen. Ihr habt ja Airflow-Gehäuse, die gibt es ja, warum macht ihr es nicht? Und vielleicht eine bessere Kühllösung und die Dinger wirklich mal testen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.